Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, mit dem Gongschlag genau, es ist 15 Uhr und das bedeutet natürlich, hier bei Pearl TV ist es Zeit für unsere 15-15-Show. Und Ingo hat uns heute wirklich sehr tolle Produkte rausgesucht. Wir sind auch sehr vielfältig unterwegs, muss ich sagen. Aber ich bin richtig begeistert, also seien Sie bitte auch immer schnell beim Bestellen, denn gerade hier für 15 Euro ist das Kontingent immer sehr stark begrenzt. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt. Es schlägt 15. Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, Moni. Ich hoffe, es ist für euch auch was dabei. Also ich fange mal an hier. Ja, allein das ist schon Küche. Was ist das nicht der Hammer? Das ist schon was für Moni und mich. Das ist was für Moni und mich. Ja. Wo hast du denn dein Brot zu Hause? In der Schublade. In der Schublade? Immer in der Schublade. Aber ich wäre etwas glücklicher, weil ich mag es, wenn es in der Küche aufgeräumt ist und ästhetisch ist. Und da würde ich so eine Brotschale oder so ein Brotkästchen auch viel schöner finden. Die ist klasse, ne? Mega. Das ist so dieser Retro-Look hier, das ja. Ist aus Metall natürlich. Und hier kann man dann sein Brot reintun. Und Sie sehen, da ist massiv Platz drin, 7 Liter Platz haben wir drin. Oh, wow. Und dann tut man das hier rein und dann bleibt es perfekt frisch. Das Problem ist ja, wenn man das in so eine Plastiktüte tut, dann wird es ganz schnell lätschig. Ja. Wenn man es in der Papiertüte vom Bäcker lässt, dann wird das ganz schnell hart. Das hier ist wirklich der ideale Verschluss dafür. Und hier oben, das finde ich eben auch noch so genial, haben wir einen Deckel aus Bambus. Bambus ist ja kein Holz. Nee, das ist Gras. Das ist Gras, ne? Ja. Das wächst schnell, ne? Ja, 1,50 Meter pro Tag. Ja. Du magst Bambus auch gerne, ne? Ja, ich finde das sehr gut, weil das ist auch eben robust. Gerade man kann das zum Beispiel ja auch mal als Brettchen benutzen, wenn man irgendwas schneiden möchte. Aber ich habe mein Brot genauso wie Merve auch in der Schublade. Ich musste gerade schmunzeln, weil da wird es immer richtig schnell irgendwie so schlecht. Und ich habe das Gefühl, das ist auch nicht der beste Ort, wo ich es aufbewahren kann. Auch gerade so Brötchen zum Aufbewahren. Ja. Oder ähnliches. Ja. Deshalb finde ich diese Brotbox, diesen Brotkasten wirklich sehr schön. Und ich finde auch in so einer offenen Küche sieht der auch richtig toll aus. Genau. Also würde ich mir jetzt auch direkt bestellen. Du weißt ja jetzt auch, wie meine Küche aussieht. Also es würde auch perfekt in Monis Küche passen. Deswegen, als ich das Produkt reingetragen habe, habe ich mir so gedacht, oh, das wäre so schön für Monis Küche. Weil ich finde hier auch diesen Stilbruch schön, dass wir einmal so ein Metall Kästchen haben, aber dann diesen Holzdeckel, also Bambusholzdeckel, finde ich super, super schön. Dann noch mit der Beschriftung drauf, dass man auch ja weiß, was da drin ist. Und ich finde es halt, zum Beispiel bei mir habe ich mein Brot in der Schublade und ich vergesse das dann einfach manchmal, dass es da in der Schublade liegt. Oh. Und dann wird es hart und ich muss es zum Beispiel wegschmeißen oder dann irgendwie nochmal aufbacken. Und wenn man das sich einfach schön in der Küche drapiert und dekoriert, denkt man auch viel mehr so, oh Mensch, du hast ja noch Brot. Ich habe du hast noch Brot, ja noch was Brot. Du noch essen musst. Ja, ich finde das durchdacht, ne? Weil hier kannst du dann gleich dein Brot schneiden. Genau. Ich mag ja auch lieber so frisch geschnittenes Brot. Ich lasse mir das nie beim Bäcker vorschneiden. Ich mache das lieber immer selber. Ja. Und da ist das natürlich dann ideal. Das ist, wie gesagt, dieses unglaublich harte Material hier. Und wie gesagt, auch Platz genug für einen großen Laib Brot hier mit 7 Litern. Also ich finde den klasse. Durch das Grau passt das auch in jede Küche, würde ich sagen, ne? Ja, es ist dieses Retro-Feeling, aber irgendwie auch modern. Also ich finde, das passt in jede Küche als Design-Highlight. Aber ich finde, wie gesagt, auch mit dem Bambusholzdeckel ist es hervorragend gemacht, weil man das eben auch noch gleichzeitig als Brettchen benutzen kann. Und gerade Bambus, das ist wirklich strapazierfähig, da kann man auch mal schön drauf schneiden. Also für 15 Euro schon mal hervorragend und bestimmt dann auch wirklich ein neuer Hingucker in Ihrer Küche. Und vielleicht müssen Sie dann das Brot auch nicht mehr in die Schublade tun wie Merve und ich und vergessen es dann. Das wäre ja auch immer echt schade. Die NX 4163 und die 569, die Bestellnummer. Es geht schon direkt weiter. Es schlägt nochmal 15. Ja, hier geht's auch weiter mit deiner Funktürklingel. Ding dong. Ding dong. Wollen wir sie mal reinstecken? Das ist eine Klingel, du hast den Klingeltaster. Genau. Und Sie bekommen zwei dieser Empfänger, dieser Klingeln dazu. Zwei Stück. Nicht nur einen, sondern zwei. Mhm. Das ist natürlich optimal, dann kann man in mehreren Räumen das klingeln lassen. Und dann stecken Sie ganz einfach in eine freie Steckdose. Und da ist auch schon der erste Klingelton. Und wenn dann jemand draußen klingelt an diesem Taster, auf eine Entfernung bis zu 200 Meter, kriegen Sie dann das Klingeln hier auf diesen Empfänger.
Wir haben hier 64 verschiedene Melodien drin. Oh, wie cool. Da kann man dann zu Weihnachten Weihnachtslieder machen. Gibt es Osterlieder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Aber zu Weihnachten jetzt. Zu Weihnachten, ja. Kannst du jeden Tag ein anderes Weihnachtslied machen. Also wirklich fantastisch. Natürlich auch verschiedene Lautstärken kann man einstellen. Was ich auch cool finde, guck mal hier vorne, wenn du klingelst, kann man hier auch auf Licht einstellen. Wenn du nochmal klingelst. Sehen Sie das? Ich find solche Nachrüstklingeln einfach super, vor allem wenn sie noch günstig sind, weil zum Beispiel im Keller hört man ja die normale Klingel in der Regel nicht. Also wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern klingle und jemand im Keller ist, dann hört man das einfach unten nicht, weil die normale Klingel einfach nicht so weit sozusagen vom Radius geht, dass man das unten hören würde. Oder wenn man zum Beispiel draußen auf der Terrasse ist. Ja, ja. Und wenn man sich dann solche Klingeln einfach nachrüstet, kann man die ja in Räume stecken, in die Steckdose, indem man die normale Klingel normalerweise nicht hören würde. Weil Moni kennt das auch, wenn man auf ein Paket wartet und dann klingelt der Postbote und genau in diesem Moment ist man gerade in einem Raum, wo die Klingel nicht hörbar ist. Ja, dann flitzt der Postbote zur nächsten Packstation oder zum nächsten Kiosk und dann wartet man noch länger aufs Paket. Die kann man wirklich, das ist ja das Praktische, ne? Du kannst sie einfach, wenn du von einem Raum in den anderen gehst, ziehst es hier raus, tust dann im nächsten Raum, steckst du wieder rein und bist dann eben immer erreichbar. Dadurch, dass wir das Licht dabei haben, können wir den Ton auch ausstellen, sagen wir mal in lauten Umgebungen oder wenn man Kinder nicht wecken will, dann kann man hier trotzdem sehen, wenn die Tür klingelt. Ich stelle mal einen anderen. Oh, guck Klingelstreiche. Mal hier. Klingelstreiche. Klingelstreiche bei Ingo. Ja, dann kann man es auch noch ausstellen. Süßes, sonst gibt's saure. Oh, die waren so süß. Die waren süß, ne? Haben welche geklingelt? Die ganze Zeit bei uns geklingelt. Oh, das ist echt süß. Ich habe die Klingel ausgemacht und das Licht ausgemacht. Ach, Moni. Hattet ihr nicht genug Sachen? Ich hatte gar nichts Süßes, was ich gar abgeben nichts. Wollte. Ach so, nein, was? Ich wollte das behalten. Du das wolltest deine Süßigkeiten deiner Wahl behalten. Naja. Nee, also aber so eine 15 ist Euro toll. Ist ein Riesendeal hierfür. Sie kriegen zwei dieser Empfänger, ganz, ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, diese Klingel. Man braucht keine Kabel zu verlegen, kein gar nichts. Und wenn Sie von einem Raum in den nächsten gehen, nehmen Sie die einfach ab und stecken Sie in den Raum, wo Sie dann sind, wieder rein. Vielen Dank, Merve. Hallo, ich bin da. Lass mich rein. Ich höre mal die verschiedenen Klingeltöne. Merve, lassen wir immer gerne rein. Dankeschön. 15 Euro hier für diese wunderbare Funkklingel mit Taster, mit zwei Steckdosenempfängern ebenfalls. Finde ich auch super. Können Sie die einfach mal verteilen bei sich zu Hause oder vielleicht auch mal mit in den Keller nehmen, auf den Dachboden oder vielleicht auch raus. Dann hören Sie auch immer, wenn hier das nächste Pearl-Paket bei Ihnen zu Hause eintrifft, weil das ist auch so ärgerlich, wenn man dann sein Paket zum Beispiel verpasst. Mhm. Wenn man Gäste verpasst, das wäre mir auch äußerst peinlich, glaube ich. Ja, es wäre so. Aber ich würde sagen, wir schauen direkt, was das nächste ist, weil davon bin ich ein sehr großer Fan. Es schlägt wieder 15. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Schmuck für 15 Euro mit in diese Sendung. Und dir gebe ich auch eins, weil ich beschenke dich mit Schmuck. Dankeschön. Ich beschenke dich mit Schmuck. Oh, Dankeschön. Das ist ja eher etwas. Also ich trage auch Schmuck, aber das ist meistens dann Manschettenknöpfe oder sowas. Als Mann hat man ja so nicht die Möglichkeit. Aber hier für Damen oder andere, die gerne Ketten tragen, ist das wirklich fantastisch. Sieht ja wunderschön aus. Die ist schön, ne? Ich habe gerade mal den Deckel abgemacht, schon allein von dieser schönen Verpackung, wo die Kette hier schön drin liegt und dann sieht man direkt ein blaues Herz plus ganz viele tolle Steinchen und Sie sehen es jetzt auch gerade bei Diana am Dekolleté, das sieht ja hervorragend aus. Es ist ein blauer Zirkonia-Anhänger. Dieser Stein, der da drin ist, ist ein Zirkonia-Stein. Wow. Das ist ein im Labor hergestellter Edelstein, der täuschend, der also einen Diamanten imitiert. Die kosten normalerweise deutlich, ich meine, es ist unglaublich hier, dass wir hier diesen Stein mit der Kette, mit allem drum und dran, für 15 Euro nur verkaufen. Ich finde das hier so schön, dass wir einfach ein gefasstes Herz haben. Mhm. Und diese Kette hat eine so schöne Symbolik. Ja. Man kann die zum Beispiel einer Freundin schenken, aber man kann die auch der festen Freundin oder der Frau schenken. Ist einfach ein schönes Geschenk, was so eine tiefere Bedeutung hat, weil es ist nicht nur eine Kette, sondern es ist eine Kette mit einem Herzen. Und Herzen haben ja
wie wir alle wissen, eine besondere Bedeutung. Mhm. Und ich finde das so schön, dass wir hier einfach noch so eine außergewöhnliche Farbe haben. Das ist so ein Blau, schimmert richtig schön. Und Zirconia ist halt ein unglaublich stabiles und lange haltendes Material. Also Zirconia ist wirklich super, super von der Qualität, hält ewig lang und verliert auch den Glanz nicht. Ja, es sieht einfach elegant aus. Ne? Und das kann man, wie wir es da eben im Zuspieler gesehen haben, so im Dekolleté tragen. Man kann es auch so über einen Pullover tragen. Ja, bei dir würde es jetzt bestimmt auch sehr schön aussehen. Das ja, die Kette ist 45 cm lang, also auch wirklich lang genug. Und schauen wir mal, wie elegant das aussieht. Ja, egal ob abends vielleicht zum Essen gehen, wenn man weggeht. Aber ich finde auch täglich sieht das super aus. Und 15 Euro ist einfach nur ein super Preis. Also manchmal fragen mich echt, wie wir das hier machen oder wie Ingo das uns hier raussuchen kann. Aber wir nutzen natürlich die Gelegenheit. Merv und ich werden auch gleich direkt bestellen, weil das ist natürlich hier wirklich ein richtiges Highlight. Gerne auch hier bis zu 5-mal dürfen Sie diese wunderschöne Kette bestellen. Und ich finde, das hat natürlich auch so eine Symbolik von Liebe. Aber ich finde, man kann es auch vielleicht mal seiner Mutter schenken. Einfach sich mal bedanken oder jetzt vielleicht auch für Weihnachten schon bestellen. Die PX 2313 und die 569, die Bestellnummer. Richtig toll. Aber richtig toll geht's auch weiter. Es schlägt wieder 15. Ja, das ist ein Lichtobjekt, was ihr ganzes Haus im Winterzauber verhüllen wird. Es ist ein Laserprojektor, das ist leider unser Preisalarm. Preisalarm bedeutet... Leg gleich zum Tanzen ein, Ingo. Zum Tanzen, ja, Tanzen ist auch eine gute Disco, Idee. Ja, Disco-Licht. Es ist ein Laserprojektor, den dürfen Sie bitte nur einmal pro Besteller bestellen, das ist unser Preisalarm, da haben wir nur ein kleines Kontingent davon bekommen. Der Laserprojektor, der projiziert jetzt 6 verschiedene Motive, zum Beispiel auf Ihre Hauswand. Oh, welche denn? Den kann man nach draußen stellen, wir haben Rentiere, wir haben Hexen, wir haben Tannenbäume, wir haben Punkte, wir haben Sterne, da ist wirklich alles dabei und das Ganze kann man dann ja, in verschiedenen Farben auch noch projizieren. Oh, Ingo, du hast gerade die Hexe eingestellt, glaube ich. Die Hexe, ganz oben, An unserer Studiodecke wird gerade eine Hexe projiziert. Wow. Ja, es ist der Hammer. Ich liebe diese Laserprojektion, weil die halt tatsächlich dann eben auch auf große Hauswände gehen. Die ganze Hauswand wird damit gemacht im Prinzip. Und damit haben wir dann eben ja, diesen Effekt. Wenn du den in 12 Metern Abstand hinstellst, beleuchtet der eine 300 Quadratmeter große Fläche. Und das ist schon mal beeindruckend. Für 15 Euro? Das ist Wahnsinn, ne? Ich kenne das von Kaufhäusern. Kaufhäuser beleuchten ja zum Beispiel auch so die Wände oder die Fenster mit solchen Projektoren. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die nur 15 Euro kosten können. Mensch, Ingo, du hast ganz viele Hexen auf dem Körper. Ich habe ganz viele Hexen bei mir auf dem Körper. Und ich kann sogar die Farbe verstellen. Guck mal hier. Und wir hören gerade, dass Franz fleißig bestellt hat und die Türklingel bestellt hat. Ja. Also sehr gut, sehr gute Wahl, Franz. Die Türklingel ist gut, wenn man einfach mal den Postboten wieder hören möchte. Das stimmt. Schau mal, ich habe das jetzt hier im Abstand, das ist nicht mal ein Meter, halte ich das hier vor. Und mein ganzer Pullover hier ist schon beleuchtet damit. Weil der halt so einen großen Streufaktor hat. Mhm. Wenn du also so eine Häuserwand hast, brauchst du es wirklich nur im Abstand von ein paar Meter hinzustellen. Dann ist die ganze Häuserfront hier ein Meer. Hier haben wir jetzt grüne Hexen. Ich kann das auch noch verstellen hier mit der Farbe. Eine Fernbedienung gibt es natürlich mit dazu. In grün oder rot oder grün und rot. Oh. Kann man das sehen, dass das Hexen sind? Geht so, ne? Ja, das sieht man auf jeden Fall. Und je weiter Sie das von Ihrem Objekt distanzieren, desto größer wird ja auch eben zum Beispiel jetzt hier diese Hexe oder eben auch die ganzen anderen Symbole. Wir schauen natürlich auch mal hier, weil es ja der Preisalarm ist, wie viel es denn bei Pearl.de kostet. Und da wären wir hier bei knapp 50 Euro. Ihr TV-Sonderpreis natürlich hier in unserer 15-15-Show liegt bei 15 Euro. Denken Sie dran, bitte nur einmal pro Besteller zugreifen. Aber ich finde das wirklich hier sehr toll, wenn man gerade eben auch mal Außenbeleuchtung hat. Gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, in der Vorweihnachtszeit. Ich persönlich gehe gern auch mal durch die Nachbarschaft und schaue, was die so Schönes gemacht haben. Und klar, je größer jetzt so eine Fläche beleuchtet ist, desto beeindruckender ist das natürlich. Ne? Guck mal, sogar Happy New Year ist dabei. Also diese ganzen Motive, das macht so viel Spaß. Und wie gesagt, Sie können es nach draußen stellen, das ist spritzwassergeschützt. Ich finde das fantastisch. Ja, 6 Muster können Sie hier auswählen, finde ich auch super. Und eben auch noch die verschiedenen
Farben. Und wir sehen gerade eine Hose. Wow. Sieht ja wirklich klasse, auch ne? sehr beeindruckend aus für Silvester. Also wirklich richtig toll. Deshalb auch eben der Preisalarm. Deshalb hier bitte nur einmal Probesteller zugreifen. Ja, und jetzt haben wir noch was richtig Gutes, was man, denke ich, in dieser Jahreszeit sehr gebrauchen kann. Es schlägt nochmal 15. Ja, ist unglaublich. Es ist kein Preisalarm. Das heißt, die dürfen Sie gerne öfters bestellen. Es geht um eine Thermoisolierung. Ich bringe frischen Kaffee. Oh ja. Oh, das wäre was. Jetzt ja, das wäre wirklich Kaffee. Was. Kaffee, Glühwein jetzt in der Kälte. Ne? Ja, Kaffee. Gerade wenn man so draußen mit den Nachbarn irgendwo steht oder mit Freunden, dann reicht eine Kanne Glühwein natürlich nicht. Ne? Deswegen kann ich Ihnen nur raten, hier mehrfach zuzugreifen. Das ist eine ganz tolle Isolierkanne hier. Sie sehen dieses gebürstete Aluminium. Sieht sehr, sehr schick aus. Und was ich immer toll finde bei diesen Kannen, wenn die hier oben so einen Knopf hast, den du einfach nur drücken musst. Ne? Und nicht so halb aufdrehen und dann fällt der Deckel mit rein. Das ist, haben wir alles schon erlebt. Das hier ist wirklich sehr einfach vom Prinzip. Riesengroße Füllmenge hier mit 1,5 Liter. Die meisten haben so 1 Liter, diese großen Thermoskannen. Meine hat auch 1 Liter, die ich hier immer zur Arbeit mitbringe. Hier passt auch mal ordentlich was rein. Damit kann man eben ja heiße Getränke heiß halten. Gerade jetzt im Winter natürlich sehr, sehr praktisch. Auch mal so zur Kaffeegesellschaft, wenn man eingeladen hat. Gerade so mit 10, 12 Leuten, da sollte schon mal hier tatsächlich hier ganz viel Kaffee auf einmal auch kochen. Und meistens trinkt man ja den Kaffee nicht alleine, gerade bei so einer großen Gießkanne. Deshalb braucht man eine Türklingel. Und der Rainer hat auch zugegriffen. Der hat auch diese Funktürklingel bestellt. Jetzt verpassen Sie Ihre Pakete nicht mehr, Sie verpassen Ihren Besuch nicht mehr. Finde ich hervorragend, also sehr, sehr gut gemacht. Aber vielleicht eignet sich eben jetzt auch noch diese Kanne dafür, weil wenn man einen Besuch bekommt, kann man hier alles vorbereiten. Der Besuch, der zum Kaffee kommt, gerade jetzt im Hinblick auf die Weihnachtszeit, da hat man ja, man lädt die Familie ein, Oma, Opa oder Kinder, Enkel. So, und da muss man natürlich immer schön auftischen. Und es gibt ja nichts Lästigeres, als dass man immer zur Kaffeemaschine laufen muss und einen einzelnen Kaffee zum Beispiel machen muss. Nein, man kann einfach sich das in so eine Isolierkanne abfüllen und hat dann auch ewig lang schön warmen Kaffee. Ja, die hält sehr, das hält sehr einfach. Lange. Du hast zum Beispiel auch, Ingo, du hast immer auf deinem Schreibtisch eine Isolierkanne mit Kaffee. Und immer wenn du in einer Sendung bist und ich nicht, zapfe ich mir eine kleine Tasse Kaffee aus deiner Isolierkanne. Ich koche ja nicht nur für mich, ich koche ja für euch alle. Ja, ich brauche tagsüber meinen Kaffee. Ja, der ist halt auch so schön lange warm. Also du machst ihn ja morgens, aber wenn ich um 16 Uhr hingehe, dann ist der immer noch warm. Ja. Also bestellen Sie sich doch auch gerne hier Ihre Isolierkanne doppelwandig aus Edelstahl. Und das können Sie natürlich hier auch gerne oder die können Sie gerne wieder bis zu 5 Mal bestellen, was natürlich auch echt Sinn macht. 15 Euro ist echt ein Spitzenpreis. Die Bestellnummer für diese tolle Isolierkanne, die NX6312 und die 569. Und jetzt haben wir ein Medizinprodukt für Sie. Für 15 Euro Wahnsinn. Schauen wir direkt, es schlägt 15. Ja, ein medizinisches Pulsoximeter. Das ist ein kleines Gerät, was Ihren Blutsauerstoff misst und Ihren Herzschlag. Das ist ganz einfach zu bedienen. Sie sehen das hier, das kommt auch noch an so einem kleinen Halter, dass man es einfach so um den Hals hängen kann. Und wenn Sie das dann um Ihren Finger machen, fängt er sofort an zu messen. Ihren Blutsauerstoff und Ihren Herzschlag. Und jetzt gucken wir mal hier. Mein Blutsauerstoff ist 98%. Und ich habe einen Puls von 75. Das dreht sich auch noch. Also wenn ich meinen Finger drehe, kann ich es immer genau im richtigen Winkel sehen. Ganz, ganz wichtig, wenn man kurzatmig ist, dann kann man hier gewarnt werden, wenn der Blutsauerstoff zu weit runter geht. Wenn man Sport macht oder überhaupt sich bewegt, dann sollte ja ein gewisser Puls nicht überschritten werden. Auch das ist sehr, sehr wichtig, dass man das hier immer sehen kann. Man kann hier sogar Langzeitauswertungen machen, weil sich das mit Ihrem Handy noch verbindet, wo Sie dann eben auch sehen können, wie war es gestern, wie war es vorgestern, ja, das ist toll. Wie ist es jetzt. Toll finde ich halt, dass man hier auch nicht mal lesen muss. Man kann hier Alarme einstellen. Ich weiß nicht, ein Belastungspuls sollte, glaube ich, bei 120 maximal liegen. Mhm. Ja. 120, 140 und wie gesagt, das hilft einem, das ein ganzes bisschen ganz eben zu
beobachten. Und Moni, du weißt, dass Medizinprodukte sind normalerweise unerschwinglich, ne? Ja, also wenn man das wirklich woanders kauft als jetzt hier bei uns, ist es deutlich teurer, gerade wenn ich an die Apotheke zum Beispiel denke. Was natürlich auch alles seine Berechtigkeit hat, weil es einfach ein Medizinprodukt ist. Aber jetzt hast du es ja hier in die 15-15-Show bekommen. Finde ich super für 15 Euro. Gleich wie das Fieberthermometer finde ich so ein Blutsauerstoffmessgerät, also ein Pulsoximeter, gehört einfach in jeden Haushalt, weil man kann dann immer einfach mal schnell schauen. Guck, natürlich ersetzt das nie einen Arztbesuch, aber gerade auch beim Arzt hat man das ja auch immer an Finger. Ja. Oder auch bei OPs hatten sie vielleicht auch schon selber mal. Also es ist einfach eine gute Sache. Und hier auf dem Handy können wir jetzt auch genau sehen. 95%. 96. Ich finde das einfach super, dass wir hier nicht nur einfach ein Gerät haben, wo wir das auf dem Gerät ablesen können, sondern auch zusätzlich noch auf dem Handy. Wie gesagt, man muss natürlich das nicht mit dem Handy koppeln, wenn man das nicht möchte, aber man kann. Und ich mag das, wenn Produkte einem diese Möglichkeit geben, man kann es mit dem Handy koppeln, weil wir sind ja doch alle sehr, sehr viel mit unseren Handys beschäftigt. Ich meine, was machen wir heutzutage nicht mehr am Handy? Und wenn ich dann auch noch meine Vitalwerte mit so einem kleinen Gerät vom Handy ablesen kann, ist das für mich einfach so vereinfacht. Ja, ich denke halt besonders an die Menschen, die Sport machen, die vielleicht wandern gehen, jetzt Skifahren gehen, da ist man in höheren Lagen. Da kann es schon mal sein, dass man an der Sauerstoff irgendwie wegbleibt. Ja. Das hier so als Frühwarnsystem für sowas oder eben, um sich auch nicht zu überlasten. Das ist nicht gesund. Sport ist gesund, aber übertreiben Sie es nicht. Wenn der Belastungspuls da über 120 geht, ist das nicht gut. Und hier hat man eben die Kontrolle, weil es ein Medizinprodukt ist. Mhm. Und wie gesagt, man muss es eben nicht mal hier drauf ablesen, man kann das auf dem Handy ablesen und auch beim Handy dann eben Langzeitauswertungen machen. Ja. Das ist echt hervorragend, vor allem eben jetzt hier in der 15-15-Show für nur 15 Euro. Greifen Sie hier bitte zu. Ich finde, wie gesagt, das gehört in jeden Haushalt, aber auch mal praktisch natürlich, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel beim Wandern, vielleicht auch in den Bergen, wo es dann eben auch mit der Luft irgendwann ein bisschen schwierig wird. Generell, wenn Sie vielleicht auch viel Sport machen, kann ich es Ihnen auch einfach nur raten, einfach in die Sporttasche mit reinzupacken. Und eben auch für zu Hause, weil damit kann man dann einfach sich mal die Sachen anzeigen lassen und einfach dann mal die Werte hier punktgenau haben und sogar mit dem Handy verbinden. Richtig toll, die ZX7167 und die 569. Die Bestellnummer, und Sie haben es schon gesehen, wir haben einen Tannenbaum hier reingestellt bekommen. Schauen wir doch mal direkt, was es als nächstes kommt. Es schlägt wieder 15. Ja, es geht um Tannenbaumbeleuchtung. Da müssen wir jetzt singen. Welches Weihnachtslied fällt dir als erstes ein? Oh, Tannenbaum. Ja, das ist ja dann haben wir 3 von 3. Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Ja. Es ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Lichtmöglichkeit, um Ihren Tannenbaum zu schmücken. Das sind hier, das ist ein Überwurf, müssen Sie sich vorstellen. Wir haben hier 6 dieser Girlanden, das sind 6 lange Lichtketten, sage ich mal, die man einfach von oben nach unten dann runterhängen lässt. Man muss nicht mehr durch die einzelnen Äste, man muss nicht mehr alles Mögliche wieder enttüddeln, vertüddeln und so weiter. Das geht ganz, ganz einfach. Und wir haben hier eben auch noch die Möglichkeit, den fernzusteuern. Wir haben hier verschiedene Lichteffekte. Ganz einfach mit einer kostenlosen App kann man das hier machen. Ich finde das klasse. Du hast es vorhin gesagt, bei dem Pulsoximeter, es macht einfach Sinn, sowas dann eben auch vom Handy machen zu können. Muss man nicht, wie gesagt, aber es ist natürlich eine deutliche Erleichterung nochmal. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel die Beleuchtung anlässt, wenn man im Wohnzimmer oder im Esszimmer am Baum sitzt und dann aber sich Richtung Bett oder andere Bereiche der Wohnung, des Hauses bewegt, dass man dann einfach die Lichterkette per Handy ausmachen kann. Dass man sich nicht dann irgendwo runter an den Schalter friemeln muss oder bücken muss zur Steckdose. Nein, man kann das alles ganz einfach per Handy aus- und anschalten und die verschiedenen Modi einschalten. Finde ich persönlich sehr sinnvoll, weil gerade auch im Hinblick auf Strom sparen, kann man ja einfach immer mal gucken, okay, ich bin jetzt nicht zu Hause, da muss der Baum nicht leuchten, aber jetzt bin ich zu Hause, jetzt sollte der Baum leuchten. Und schauen Sie mal, wie schön das aussieht, auch mit diesem Flackereffekt. Ich finde, Weihnachtsbaumbeleuchtung macht so viel her. Mhm. Ja,
Gerade jetzt, wenn man jetzt in der Weihnachtszeit, guckt man natürlich auch immer, ne? Und möchte diese die Weihnachtsatmosphäre auch nach Hause bringen. Das geht am einfachsten mit so einem sehr, sehr einfach zu installierenden Lichterkette hier. Ist ein toller Preis für ein Smart-Gerät, hier für nur 15 Euro. Diese WLAN-Lichterkette bzw. Tannenbaum-Überwurf können Sie jetzt direkt bestellen für 15 Euro mit der NX4947 und der 569. Ich finde das so praktisch, dass man das mit dem Handy steuern kann und dass es ein Überwurf ist. Bedeutet, Sie haben es gesehen, oben einfach draufsetzen auf die Baumspitze. Ja. Und dann können Sie das einfach schön an der Seite runterfädeln. Das sieht immer noch toller aus, finde ich, als wenn man das immer so drumherum wickeln muss. Sie wissen bestimmt, was ich meine. Ja. Wir sind auch schon fast am Ende, aber ein letztes Produkt haben wir noch für Sie. Es schlägt das letzte Mal 15. Ja, wir haben ein Heizprodukt für 15 Euro. Halleluja, das ist wirklich klasse. Ich freue mich sehr darüber. Ich auch. Ja, meine Wohnung war so kalt gestern, als ich da reingekommen bin. Klar, ich habe die Heizung auf Minimum gehabt, als ich nicht da war. Ich war letzte Woche krank. Aber als ich dann wieder in die Wohnung kam, war es bitterkalt. Draußen waren es 3 oder 4 Grad. Dementsprechend war die Innentemperatur. Jetzt habe ich die Heizung angemacht. Toll, das dauert ewig, bis dann die ganze Wohnung warm ist. Aber da, wo ich sitze, da hätte ich gerne Wärme. Und da hilft mir dieser Heizlüfter hier. Es ist ein Heizlüfter, der die Temperatur für Sie regelt. Sie können hier oben die Temperatur einstellen mit Thermostat. Das heißt, wenn dann die Raumtemperatur erreicht ist, die Sie haben wollen, dann hört er auch ganz automatisch auf. Was noch besonders hier ist, wir haben eine Oszillation. Das heißt, sie geht jetzt nicht nur nach vorne, sondern Sie sehen das, der schwenkt ganz automatisch hier eben durch den ganzen Raum, sage ich mal, macht das natürlich noch mal effektiver. Das Ganze noch kriegen Sie noch eine Fernbedienung dazu. Also ein tolles Produkt, für den Preis habe ich sowas noch nicht gesehen. Gerade Wärme, ich meine, ich kann da nur aus meiner und Monis Perspektive sprechen. Uns geht es besser, wenn uns warm ist, uns Frauen. Wir haben es ja gerade erst Anfang November, da muss man die große Heizung noch nicht anschalten. Wir sind ja alle darauf gepocht, irgendwo Geld sparen zu wollen. Und hiermit kann man sich ja einfach mal den Raum, in dem man sich befindet, schön aufwärmen. Da spreche ich von Bad, dass man sich morgens beim Fertigmachen einfach so ein bisschen warm anpusten lässt. Abends auf der Couch, egal wo, der ist ja so klein, kompakt und das ist wirklich so ein Alleskönner. Und ich meine, 15 Euro für ein Gerät, was mir Wärme gibt, also da würde ich auch das Vierfache bezahlen. Timer ist auch noch drin. Also was ist denn deine Wohlfühltemperatur? Also 27 Grad. Oh ja. Das ist richtig Wohlfühl. Ja, das ist wirklich Wohlfühltemperatur. Ja, würde ich zustimmen. Ja. Ich würde 27 Grad auch nicht ausschlagen. Bei mir reichen 22 Grad, glaube ich, aber ich fühle mich auch mit 27. 22 Grad. Da friere ich bei 22 Grad, da kriege ich noch Gänsehaut. Ja, es ist, jeder hat ein anderes Temperaturgefühl. Und hier kann man sich halt ganz individuell die Wärme machen, die man haben will. Der ist radikal reduziert für diese Sendung. Es ist kein Preisalarm. Schlagen Sie schnell zu. Ja, bei Pearl.de wären wir hier bei 40 Euro. Ihr TV-Sonderpreis liegt hier und heute bei nur 15 Euro. Ingo hat es geschafft, einen Heizlüfter hier in unsere 15-15-Show zu bringen. Finde ich wirklich perfekt. Kann man das ganze Jahr über gebrauchen. Die Bestellnummer, die NC5784. Und die 569, gerade auch im Badezimmer zum Beispiel. Ich finde das gerade momentan so schrecklich, wenn man aus der schön heißen Dusche kommt und dann raus muss, sich abtrocknen muss und dann ist es nicht ganz so schön warm. Deshalb vielleicht auch da wäre der hervorragend, aber natürlich auch im Wohnzimmer. Und wie gesagt, denken Sie natürlich auch an die ganzen anderen tollen Produkte, die Ingo uns hier rausgesucht hat. Mein persönlicher Tipp ist diese wunderschöne Halskette mit diesem blauen Zirconia-Herzanhänger. Aber Sie haben es auch schon gehört, die Funktürklingel ist auch schon richtig stark nachgefragt. Denken Sie also an Ihre Lieblingsprodukte und seien Sie bitte sehr, sehr schnell beim Bestellen.